Ganz im Ernst, diese Übung habe ich zum allerersten Mal von Nikola Karabatic gesehen, als der beim THW Kiel gespielt hat. Seitdem habe ich die auch immer gemacht, deswegen sieht die auch so gut flüssig aus. Versteht ihr, was ich meine? Übung macht den Meister. Willkommen zurück, fit durch den Lockdown, präsentiert von Hella. Und ich darf wieder dabei sein. Und Ingemann, wie sieht's aus? Was gibt's heute? Heute machen wir mehr den Fokus Mobilität und schauen uns die einzelnen Gelenke an, wo wir oft Verletzungen haben. Ja. Also Sprunggelenk, Knie und Schulter. Machen hier also eher auch ein bisschen Tests, um zu sehen, okay, haben wir da Probleme oder Schwachstellen. Okay. Und wird heute auch nicht ganz so eine lange oder intensive Einheit. Brauchen tun wir eigentlich davon nur eine Wand, dann noch zwei Flaschen. Und am besten einen Kasten Wasser, damit wir da einfach die Übung dann durchführen können. Sehr gut. Gut. Was darf ich machen? Erst mobilisieren. Und zwar, wir fangen von unten nach oben an für Sprunggelenk. Also wir brauchen einfach jetzt hier die Säule. Mhm. 90 Grad in Knie, Hüfte. Fuß ist genau zentral, zeigt genau frontal zur Wand. Und jetzt hier ein schnelles Pendeln links, rechts. Wir machen das je 30 Sekunden. Aha. Dass wir einfach im Sprunggelenk, Knie, Hüfte jetzt mobilisieren. Sprunggelenk stabil. Genau. Abstand? Abstand ist genau eine Armlänge. Okay. Wir machen also, fangen gemeinsam an. 2, 1 and go. Genau. Du kannst gerne auch dem Blick folgen lassen, dass du immer aufs Knie schaust. Okay. Und du versuchst wirklich eine maximale Innen- und Außenrotation zu machen. Und explosiv oder einfach nur schwungvoll, dynamisch. Das soll ja ein bisschen lockern. Genau. Und der Fuß bleibt hier immer fest am Boden. Hier findet viel Bewegung statt. Und auch nach innen ganz. Also das Knie nach links maximal, genau. Machen das noch für 6 Sekunden und dann wechseln wir die Seite. Genau. In 2, 1, bitte Bein wechseln. Genau. Bei Mobilitätsübungen geht es immer darum, dass das ein lockerer, flüssiger Durchgang ist. Nie mit Gewalt, nie mit Kraft, sondern wir wollen ja die Strukturen ein bisschen darauf vorbereiten. Und auch immer mal so ein bisschen reinhören, ob vielleicht eine Seite sich ein bisschen Muskelkater anhört. Das knackst auf jeden Fall in meinem Sprunggelenk. Also das kann ich auf jeden Fall reinhören. Na, ich meine, hast ja auch ein bisschen Handball gespielt. So ist es. Da kommt durchaus mal was zustande. Okay, noch 2 Sekunden. Oh, Entschuldigung. Eine Sekunde. Okay. So, jetzt kommen wir hier zum Sprunggelenkstest. Das heißt, wir brauchen die Wand nochmal. Willst du vormachen? Ich würde es gerne einmal machen. Und wichtig ist Abstand von der Faust plus Daumen. Diesen Abstand zur Wand, zu den Zehen suchen wir. Und die Ferse muss am Boden bleiben. Und jetzt ist das Ziel, dass wir hier rankommen können, ohne dass wir hinten abheben. Mhm. Wer das nicht kann, hat ein etwas zu unbewegliches Sprunggelenk und hätte dann ein erhöhtes Verletzungsrisiko auch im Kniebereich. Okay. Gerade davor und ich versuche... Und das Knie ist nur noch vorne frontal. Du darfst hier absetzen. Es geht nur darum, wie gesagt, bleibt hier im Kontakt. Und falls es innen, also vorne zieht oder hinten, das ist immer relevant. Vor allem, wenn ihr es nicht schafft. Weil man dann was ganz anderes macht. Ja, das ist ganz gut. Das heißt, genau, Seitenwechsel. Also da einfach mal für euch testen. Wie gesagt, wenn ihr nicht rankommt mit dem Abstand, Faust und Daumen, dann haben wir einfach hier eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit, Sprung, Knie, Hüftgelenk, aber auch. Aber das ist jetzt mein Sprungbein und das geht deutlich leichter. Ja, es ist oft so, dass wir eine Seite deutlich besser haben, deswegen diese Dysbalancen. Ich versuche mal einen Schritt zurückzugehen. Geht das? Darf man das? Kannst du immer machen. Aber wichtig ist auch, dass die Balance passt. Wenn eine Seite super beweglich ist, die andere eben nicht. Dann muss ich die andere arbeiten. Ja, dann hast du halt ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Super. Okay. Okay. Ja, wir machen jetzt gleich eine Übung, brauchen dafür noch eine Flasche. Mhm. Und zwar stellst du dich jetzt, oder stellt ihr euch dann, auf die Zehen. Also eigentlich steht sie nur auf einem Bein. Hinten nur kurz stabilisieren. Und hier machen wir jetzt einfach eine Rotation im Oberkörper. Und wenn es ein bisschen leicht ist, machen wir das noch mit Instabilität, Blick zur Decke. Okay, also ich stehe auch das komplette Gewicht. Maximal nach vorne und die Zehen am besten noch spreizen. So. Zehen spreizen. Ne, viel höher. Viel höher? Genau, hier maximal nach oben. Okay. Und du hast hinten wirklich nur so minimal 10% vom Körpergewicht. 60 Sekunden in 3, 2, 1 and go. Alles klar. Und hier hoch. In beide Richtungen? Ja, maximal links, maximal rechts. Aber ich meine die Arme. Ja, Arme in beide Richtungen, der Blick schaut nach vorne. Alter, und du gehst ganz nach vorne, komm, höher. Du wirst eigentlich
vorne alles vom Körpergewicht haben. Okay. Und du merkst durch das Verschieben, oder ihr merkt selber, von links nach rechts vom Gewicht, dass einfach sich von der Fußbelastung her sich das komplett verändert. Und da wollen wir einfach die Fußsohlenmuskulatur auch mehr trainieren, damit wir einfach hier ja, mal die Füße, die ja bei jedem Sprung, bei jedem Laufen Höchstleistungen machen, arbeiten müssen, einfach mal auch mit dabei haben. 20 haben wir noch. Und wie hast du gesagt, wird schwerer? Blick zur Decke. Alter! Also das Ziel ist natürlich, das habe ich gar nicht mehr geschafft hier. Das Ziel ist natürlich, dass du nicht umfällst. Und ich. Genau. So, die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kurz durchschütteln. Ey. Und wir wechseln jetzt natürlich dann die Seite. Auch? Alter Schwede. Habe ich Pause? Ein paar Sekunden. Weil das ist jetzt nicht so anstrengend. War nicht anstrengend, naja, sagt er immer. Ja. War nicht anstrengend. Kommt immer drauf an, was wir trainieren. So, nee, geh mal wirklich ganz so in diese Position, dass du ganz nach vorne gehst und jetzt hast du nur hinten ganz leichten Kontakt. Sieht schon deutlich besser aus als bei mir. Okay, aber komm, gut. Ganz hoch und 2, 1, go. Oh. Es gibt immer Unterschiede, wisst ihr, bei den Sprunggelenken. Boah, krass. Volle Kanne rauf. Notfalls mehr Gewicht nach hinten verlagern. Ja, aber ganz im Ernst, stark. Also wichtig, ich kann ja nur die Wichtigkeit der Sprunggelenke ohne. Also wenn man da, ist ja die Grundstabilität des Handballers. Dominik, auf Konzentration. Ja, ist ja gut. Wichtig, wichtig. Auf die Sprunggelenke, ohne stabile Sprunggelenke. Okay. Schau am besten nur nach vorne, gar nicht der Flasche folgen, dann ist es ein bisschen leichter. Wichtig ist es immer so schwer nur zu machen, dass du es gut halten kannst. Gib doch mal die richtigen Tipps früher. Du darfst nicht so viel reden. Ich bin der Trainer jetzt hier. 15 Sekunden noch. Und da auch wieder, nach oben. Ja, aber mir geht es jetzt mehr um das Fußgelenk. Deswegen die Instabilität kommt erst, wenn das gut funktioniert. Wow. Noch 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Gut, kurz durchschnaufen. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter vom Sprunggelenk zum Knie. Das wird nicht anstrengend heute. Ja, nee, gut. Es ist ein bisschen anders, sagen wir es mal so. Und zwar, erstmal für die Mobilität und Stabilität. Wir nehmen die Hände an die Hüfte, stehen eigentlich nur auf einem Bein. Mhm. Und jetzt machen wir wie so ein, ich sag mal, ein Pendel, dass wir nur leicht am Boden entlang zur Stabilisierung schleifen. Mhm. Eigentlich eine 180-Grad-Drehung über das Standbein machen. Das machen wir 30 Sekunden rechts. Auf welche Höhe packe ich das Standbein? Das Bein bleibt gestreckt, ganz am Boden. Wichtig ist, dass der Körper sich als eine Einheit komplett dreht. 30 Sekunden links, 30 Sekunden rechts in 2, 1 and go. Und genau, du wirst einmal zur Wand schauen und dann einmal zu mir schauen. Okay. Genau. Hier musst du. Darf ich abstellen, absetzen? Ja, so weit immer, dass du die Drehung gut vollführen kannst. Okay. Sehr gut. Weil da muss einerseits die Hüfte, weil das muss sie können, mobil sein und stabil gleichzeitig. Guck mal, 10 Sekunden. Das sind so Kleinigkeiten, aber die sind dann schwer. Ja, ich meine, wir wollen halt lieber gleich aufs Tor werfen, ich weiß. Aber so ist es halt auch wichtig. 2 Sekunden, Wechsel dann 1 und Beinwechsel. Okay. Und auch hier, eine Seite ist meist immer besser als die andere. Und das merkt man vor allem auch, je nachdem, wie viel man das Gewicht auf aber das andere Bein verlagert. Auf dem Stand, genau. Auf dem Standfuß bzw. Standbein. Die Drehung findet ja nur im Hüftgelenk statt. Ja. So, noch 10 Sekunden. Und danach kommt ein bisschen ein Krafttest. 4, 3, 2, gut, Dominik, 1 und Pause. Okay. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt kurz einen Kasten. Mhm. Und zwar, beim Knie haben wir immer das Problem, wenn wir hier landen, was wir sehr oft machen beim Handball, fallen unsere Knie oft nach innen. Wenn das passiert, ist eigentlich das Schlimmste für, ich sag mal, das Knie wegen der Verletzungsanfälligkeit. Deswegen, lass uns doch ein bisschen stabiler so hochstellen, halten. Genau. Nimmt am besten hier einen Kasten, aber so wirklich die stabile Seite. Wichtig ist, wenn ihr das macht, dass eine Linie vom Sprung, Knie und Hüftgelenk ist. Das heißt, mit der Ferse versucht sie jetzt langsam nur den Boden zu berühren und wieder hoch. Und das Knie darf auf keinen Fall nach innen fallen. Komm. Am besten macht es sogar vom Spiegel. Spiegel habe ich keinen. Du bist mein Spiegel. Genau, wir machen das eine Minute. Ein Durchgang links, ein Durchgang rechts. Und hier ist auch
Wichtig, dass der ganze Fuß belastet wird. In 2, 1 and go. Und langsam, mindestens 4 Sekunden brauchen. Hat es schon angefangen? Jetzt. Nur mit der Ferse. Nur mit der Ferse, okay, genau. Alles klar. Concentration. Genau. Also wir wollen immer den ganzen Fuß belasten, unter dem großen Zeh, unter dem kleinen Zeh und auf der Ferse. Okay. Genau, das sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Was ist das auf Schulnote? Also in dieser Höhe sieht es sehr gut aus. Wenn 1. wir dich natürlich noch höher machen, also von der Position her, okay, dann könnte es durchaus ganz anders werden. Ein Glück, weil dann muss die Hüfte und das Kniegelenk natürlich mehr arbeiten. 17 Sekunden noch. Das ist übrigens auch eine super Korrekturübung, wenn man hier immer nach innen ausweicht und da ruhig wirklich mehrere Wiederholungen am Stück machen, weil dadurch können wir dieses neue Bewegungsmuster erst innen, sage ich mal, den Körper reinbringen. Noch 3, 2, 1. Okay, kurze Pause. Puh. Andere Seite? Yep. Aber ein paar Sekunden kriegst du. Sehr gut. Freut mich. Genau, also hier geht es jetzt, das ist mehr so als Testeinheit zu sehen. Mhm. Kann man natürlich auch als Trainingseinheit sehen, aber es geht hier mehr darum, wie stabil ist meine Achse, wie sehr weiche ich aus. Weil bei jedem Landen muss es stabil sein. Man kann nur so hoch springen, wie man auch gut landen kann aus der Höhe. Genau. Hab ich gelernt. Immer erst landen und dann springen. Okay. Dann 3, 2, 1, go. Aha, da ist das Sprungbein. Da sieht man, das sieht gut aus. Also da wäre es zum Beispiel interessant zu sehen, kann man dann auch mal versuchen, höher zu machen, vielleicht mit dem Stuhl. Und zu sehen, ist hier wirklich ein Unterschied links-rechts? Im Idealfall natürlich nicht, weil wir müssen einbeinig trainieren, wenn wir einbeinig landen, springen. Okay. Genau, und vor allem Unterschiede sind sehr, sehr, sehr relevant von links zu rechts. Okay. Wie fühlt es sich bei dir an? Oder auch bei euch? Fühlt es mal hinein? Ist ein Unterschied links zu rechts zu sehen? Ja, man muss sich auf jeden Fall fokussieren, weil das Sprunggelenk hier ja auch brutal mitarbeitet. Genau. Wenn das nicht stabil genug ist, mobil genug ist, ja, dann hast du auch weniger Stabilität im Knie. 15 Sekunden. Wichtig ist ja, dass die letzten Übungen auch noch Qualität drin haben. Immer. Aber das spürt man schon, ey. Eine Minute. Alter. Ja, 5 Sekunden. Eine Wiederholung kriegen wir noch hin. 2. 1 und wir. Ja. Gut. Puh. Perfekt. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Wie sieht es denn mal mit der Trinkpause aus, Hammer? Können wir, auch wenn das hier Testsachen sind. Kriegst du und vor allem auch deswegen, weil wir sie nämlich jetzt brauchen. Also die Flasche. Also. Das heißt? Wir machen jetzt was für die Schulter. Okay. Und die können wir ganz gut verwenden für die Mobilität. Mit Gewicht oder ohne Gewicht? Kann man mit, sonst also ohne machen. Ja, sonst kriegst du meine oder eine neue. Genau. Schulter ist ja hochbeweglich. Mhm. Und wir machen, stellt euch vor, ihr wollt eng am Körper von hinten ein Schwert ziehen und wieder so eine kreisende Bewegung. Aber da ist doch Gewicht gar nicht verkehrt, oder? Genau. Dass wir hier die Flasche nehmen. Hella hat auch 1,5 Liter Flaschen, falls nicht jemand weiß. Guck die erste Folge an. Wisst ihr Bescheid. Das machen wir jetzt 30 Sekunden, dass wir eng am Körper eine flüssige Bewegung. Stabiler Stand. 30 Sekunden machen. Genau. Okay. In 3, 2, 1 und los geht's. Genau. Es geht mehr darum, komplett die Bewegung zu machen und dass sie dann vor allem auch flüssig ist. Also nicht Tempo, richtig? Nee, also schon wieder flüssig wie bei dem. Ja. Bei der Hab ersten. Ich doch. Genau. Muss ich bei dem jetzt. Eng am Körper immer vorbei. Hinten Amplitude. Ja, du wirst die volle Amplitude haben, okay, aber du versuchst immer neben dem Körper zu sein und eng am Körper zu gehen. Okay. So, noch 5 Sekunden. Genau, das ist super fürs Aufwärmen. Gerne dann ein bisschen noch länger machen. Okay. Und Wechsel. Schön. Meistens ist natürlich der Wurfarm. Ganz im Ernst, diese Übung habe ich zum allerersten Mal von Nikola Karabatic gesehen. Als der beim THW Kiel gespielt hat. Seitdem habe ich die auch immer gemacht, deswegen sieht die auch so gut flüssig aus. Versteht ihr, was ich meine? Übung macht den Meister. 5 Sekunden noch. Allerdings ohne. 2. Bisher ohne 1. Hellerflasche. Und immer. Okay. Genau. Wie gesagt, das ist nur ein kurzes Warm-up. Achso. Jetzt machen wir ein bisschen was mit Kraft. Bisschen was mit Kraft. Das klingt nicht gut. Jetzt braucht man einen Kasten. Das heißt, wir nehmen das über den Kopf.
Schulterbreiter Stand, Knie leicht nach außen ziehen, also beziehungsweise drücken und gehen hier immer mit Körper möglichst aufrecht in eine möglichst tiefe Kniebeuge, halten den Kasten über den Kopf. So lange halten da unten? Gerne, weil du dann nämlich etwas an deiner Schulter, erstens Kraft plus Rückenaufrichtung arbeiten musst. Okay. Wichtig ist mir nur, wichtig für euch, die Knie sollen, also wir wollen keine Stellung so haben und die Knie zeigen nach außen. Auch hier gilt wieder das von der sauberen Haltung. Können wir anfangen? Eine Minute. Es kann anstrengend werden. In 2, 3, 2, 1 und go. Ja, und lass dir Zeit, unten kurz halten, schön den Arm dann nach hinten führen. Ja komm, pack wieder rein jetzt. Pack mal hier. Bleib unten, bleib unten. Ich brauche ein bisschen, Achtung. Hab's gleich. Nochmal, dauert mach ein bisschen. Und jetzt. Genau, ne, weil dann müssen die Schultern viel mehr arbeiten, weil wir brauchen hier die Mobilität und Kraft plus Stabilität. So, 36 Sekunden haben wir. Und du willst, dass es eine tiefe Kniebeuge wird, ja? So ja. Wie ich da das... Wenn du jetzt hier, weil das ist noch nicht so hohe Belastung, wenn wir richtig hohe Last haben, hohe Belastung, will ich allerdings, dass du nur so tief gehst, dass du den Rücken stabilisieren kannst, dass wir nicht hier so einkrachen im Rücken. Wie macht denn der Steiner das? Ich glaube, der war da ziemlich gut. Alter Schwede. So, noch die letzten 10 Sekunden. Und das merkt ihr auch den ganzen Rücken entlang, weil der muss hier alles stabilisieren. Der ist ja richtig schön auf Spannung. Ja. Und 3, 2, 1. Okay, gut. Genau. Also, bisschen gemerkt. Ist gut. Gute Übung. So, und dann haben wir jetzt noch etwas. Dafür brauchen wir wieder 2 Flaschen. Ich nehme dir mal die 2. Aha. Gehen wir kurz weg. Und zwar jeweils ein Satz, eine Minute. Mhm. Und es sieht wie ein Tee aus. Also im Prinzip ist die Bewegung, wenn ihr in der Endposition seid, diese Bewegung allerdings vorgebeugt. Schultern hochziehen, halten, kurz halten, absetzen, runter. Schultern wieder, Blätter wieder hochziehen, kurz halten, eine Minute. Mhm. In 3, 2, 1 und los geht's. Erst die Schulterblätter, genau, jetzt nach oben, maximal außen. Schulterblätter wieder fallen lassen, wieder zusammen, hoch, genau. Hier ist es absolut wichtig, die meisten Schulterprobleme entstehen, weil wir viel zu schlechte Ansteuerung im Schulterblattbereich haben oder auch einfach Kraft zu wenig haben. Und beim Werfen entstehen so viele Kräfte, und wenn wir nur immer die Schulter trainieren, aber nicht das Schulterblatt, dann hat das halt einfach so viel mehr zu leisten. Und das, wir wollen ja den Körper so gesund wie möglich halten. Du hast noch 23 Sekunden. Danke. Und deswegen, sowas als Unterstützungsübung mit einzubauen in ein Training ist so viel wert. Vor allem... Kann man es auch leicht merken, Tee. Genau. Du versuchst es so weit wie möglich vorzubeugen, weil dann muss auch die Zwischenschulterblattmuskulatur noch mehr arbeiten. 6 Sekunden, eine Wiederholung schaffen wir noch. 3, 2, 1 und kurze Pause. Genau. Hier ist gar nicht wichtig, zu hohe Gewichte zu nehmen, sondern die maximale Bewegung. Das ist wahnsinnig wichtig. Zweite Übung. Ja, neue das Gleiche. Buchstabe. Genau. Statt MT machen wir jetzt, am Schluss sieht es aus wie ein Y. Also genauso wie diese Position. Hoch. Und jetzt gehen wir hier maximal, halten das kurz, okay. Absetzen. Alles klar. Die ist in der Regel schwieriger. Also da muss man schauen, dass die Gewichte vielleicht ein bisschen leichter sind. So, wieder eine Minute. Wie gesagt, wenn es nicht geht, absetzen und nur mit den Armen weitermachen. In 3, 2, 1 und los geht's. Auch wieder erst Schulterblätter. Schulter. Maximal nach oben und halten, 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 halten kurz. Genau. Und absetzen. Wieder runter. Hoch. Genau. Versuch sie noch ein bisschen mehr, also wirklich nach vorne, nicht zu weit nach außen. So ein Y. Wie ja, ja. Du ein Y? Bei dir war es jetzt eher ein sehr breites V. Okay. Jawohl. 36 Sekunden noch. Und mental immer in dem Bereich sein, der trainiert. Das ist jetzt der Zwischenschulterblattbereich. Natürlich merkst du auch die Schultern. Boah, geht es auch in den unteren Rücken? Ja, weil du hast den langen Hebelarm. Und zwar von hier unten bis zum Gewicht der Flaschen. Das heißt, auch eine super Rückentrainingsvariante hier. Ja. 13 Sekunden noch, durchhalten. Wenn es nicht mehr geht, einfach absetzen und weitermachen. Und wir verbessern automatisch die Beweglichkeit im Schulterbereich.
Noch 3, 2, 1 und Pause. Boah, das wird richtig. Genau. Boah. Eine haben wir noch, bevor wir dann zur Challenge gehen. T, Y und? Was könnte es noch geben? Ich weiß es doch. Ich kenne ja L. Die. Hallo? Doppel L. Prinzipiell. Habe ich auch im Kraftraum verpackt. Stimmt. Aber nicht so lange wie richtig. Also, jetzt haben wir wieder vorgebeugt diese Position, aber langsam und maximal nach oben. Das heißt, also, stellt euch vor, ihr habt einen Stab, der zwischen Schultern und Ellenbogen durchgeht. Und jetzt geht es hier maximal nach oben und wieder runter. Und auch hier wieder in der Endposition kurz halten. Bis zu einer Minute. Die ist auch ziemlich schwer. Sieht auf jeden Fall gut aus. 3, 2, 1, das schaffst du. Und los geht's. Ellenbogen hoch. Richtig? Ja, ein bisschen nach vorne die Ellenbogen. Vorne. Ah. Ja. Genau. Das ist jetzt Rotatorenmanschettentraining. Die Rotatorenmanschette zieht das Schultergelenk in die Pfanne. Und es ist auch wichtig, eben unsere Schulter beim Werfen in der Position zu halten. Und immer maximale Endpunkte. Maximal nach oben. Volle Bewegungsamplitude. Wow. Weil dadurch kommen wir erst richtig in den Reiz rein. 26 Sekunden noch. Ja. Aber schön weitermachen. Wenn es brennt wieder, weitermachen, aber ohne Flasche. Das ist die letzte Übung. Volle Challenge. Jawohl. Komm, 14 Sekunden. Dranbleiben. Und immer möglichst vorgebeugt bleiben. Weil dann kriegen wir noch einen besseren Reiz. 6, 5, 4, komm mal, 3, 2, 1 und Pause. Sehr schön. Applaus für euch zu Hause, genau. Wenn ihr durchgezogen habt. Natürlich habt ihr durchgezogen. So, jetzt noch Nick, Challenge. Ja. So, was brauchen wir? Eine Flasche, mehr nicht. Ja, sehr gut. Da sind genug drin und ihr könnt wieder gewinnen. Das ist genau das, wenn ihr die Challenge mitmacht. Die Liquimoli HBL verlinkt in der Story, im Feed, egal wo, auf allen Kanälen. Dann seid ihr im Pool drin, um am Ende einen Trikotsatz für eure Mannschaft zu gewinnen. Und ich bin gespannt, was wir zu tun haben. Du 60 Sekunden. 60 Sekunden? Genau. So viele Wiederholungen wie möglich. Mhm. Wir nehmen den Wurfarm. Ziel ist es, dass du auf der Faust die Flasche stabilisieren kannst, ja, und hier dich im Oberkörper aufrichtest. Rechter Arm, rechter Fuß ist angewinkelt und okay. Genau, hoch und wieder genauso. Auch, nein, nee. Nur wieder runter. Ich wollte dich nur ausmachen. Ja, komm, jetzt bringst du mich aus. Ja, eine Challenge. Komm. Das macht er. Ja, muss auch, der Trainer darf auch mal nicht das perfekt vormachen. Ja, genau, einfach auch mal trotzdem weitermachen in einer Minute. Wie viele Wiederholungen schafft ihr? Okay, eine Wiederholung ist auf und wieder runter. Und runter, das heißt eine Wiederholung. Genau. In 3. Link. Genau, das ist die Position. 2, 1 and go. Jetzt will er mich vorführen, aber ganz auf. Jetzt ab 1. Das sieht bei euch natürlich genauso aus. Brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Ich glaube, du jonglierst so ein bisschen. Verdammte Axt. Ich bin unten. Das war mindestens Nummer 2. Komm. Ja, 2 war anscheinend. Aber gut gerettet. Nice. Jawohl. 3. Genau, der Arm bleibt dabei möglichst gestreckt die ganze Zeit. Ja. Also, ich kann ja eh absetzen. Ja, genau, wieder absetzen und nochmal. 3 haben wir. Hast schon über die Hälfte. Und komm, genau. Wichtig, wie gesagt, Tempo ist zwar schon wichtig, aber es sollte halt möglichst wenig runterfallen. Oh. 4, 15 Sekunden hast du noch. Komm, einen noch. Darf auch nicht runterfallen. Ah, hab ich noch. Noch 7, 5, 4, 3, 2, 1 und... Oh, ich hab das! Ich würde sagen, das gilt als 5. Habt ihr auch mitgemacht? Dann bin ich mal gespannt, wie ihr es geschafft habt. Und verlinkt vor allem die Liquimoli HBL. Genau. Und dann dürft ihr in den Verlostopf mit rein. Ja, danke. Gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Hella, von Grund auf.